Ich glaube, da gibt es irgend so ein Lied, das fängt irgendwie so an. Wir sind aus Freiburg und wir sind viel. Julian Schuster, Saison zu Ende, Champions League Quali ist nicht geworden, Euro League Platz dagegen schon. Wie fällt Ihr Fazit aus? Ja, alles in allem ist natürlich eine Wahnsinnssaison. Ja, wir haben eine besondere Mannschaft, dann kann man auch Besonderes erreichen. Das haben wir dieses Jahr getan. Und ja, es spricht auch einfach für unseren Charakter, dass wir im ersten Moment nach dem Spiel natürlich alle enttäuscht waren. Auch nach dem Spielverlauf war natürlich mehr drin. Vor allem nach dem Ausgleich hatten wir. Ja, da hatten wir eigentlich Schalke da, wo sie haben wollten. Und dann natürlich mit so einem unglücklichen Tor dann eben auf die Verliererstraße zu kommen, war ärgerlich. Aber trotzdem, Stunde für Stunde wird natürlich die Freude jetzt mehr überwiegen. Und natürlich werden wir heute nochmal gemeinsam alle feiern. Wir hatten auch den Eindruck, dass, obwohl es mit der Champions League jetzt nichts wird, die Stimmung im Stadion deswegen aber trotzdem nicht abgesagt ist. Ja, das war wieder absolute Wahnsinn, wie uns die Fans, nicht nur heute, sondern auch bei Spielen, wo es mal nicht lief, immer hinter uns stand, da ein ganz großes Kompliment. Das war ja, was ganz arg Besonderes. Das konnten wir total genießen und ist einfach auch ein gutes Gefühl zu wissen, man hat solche Fans einfach hinter sich. Wer in Freiburg bleibt, darf nächstes Jahr europäisch spielen. Wer geht, wie Caligiuri oder Max Kruse, die dürfen das nicht. Wird da heute Abend noch ein bisschen ein Fass Häme und Spott über die ausgegossen? Ja, das haben wir ja gerade schon gehört. Dass der eine oder andere Fangesang über die Jungs dann angestimmt werden kann. Aber wir haben es alle gemeinsam erreicht, da gehört jeder dazu. Es gehört auch zu unserem Geschäft dazu, dass der eine oder andere mal geht. Aber was wichtig ist einfach, dass wir eine ganz tolle Truppe dieses Jahr hatten und sollte auch jedem einfach zeigen, wenn man einfach zusammenhält und alles eben zusammen macht, was man eben dann auch erreichen kann. Wie ist es mit Ihnen? Sehen wir Sie in der kommenden Saison wieder für den SC auf dem Platz? Ja, es wurde so viel darüber gesprochen, nicht von mir. Ich habe hier Vertrag, wir haben hier eine tolle Mannschaft, wir haben hier ganz tolle Voraussetzungen und ich gehe davon aus, dass ich hier bleibe. Ein Neuzugang steht ja quasi fest. Der Spieler Kerk wird auf jeden Fall wohl zum Profikader dazustoßen. Wie beurteilen Sie, dass seine Leistung heute immerhin war sein Debüt in so einem wichtigen Spiel? Ja, ist einfach generell unser Weg, den wir alle gemeinsam gehen. Der, was die beste Leistung eben im Training bringt, der spielt auch und deshalb hat er heute sein Debüt gegeben und ja, wir sind einfach froh, dass wir so eine tolle Fußballschule, wo eben so nachhaltig gearbeitet wird und wo eben dann der Sprung manchmal dann eben auch nicht allzu groß ist, weil man einfach sieht, wie top ausgebildet unsere Jungs dann sind.